Wenn ihr etwas machen möchtet für die Koordination, bevor ihr auch euch aufs Pferd setzt, dann könnt ihr wunderbar diese Übung machen. Das sind die sogenannten Kreuzmusterbewegungen. Ihr nehmt immer das diagonale Arm-Bein-Paar, hebt das an und könnt auch ein bisschen spielen, damit euch so ein bisschen mehr die Knie ein bisschen mehr zu beugen. Dann könnt ihr hinter dem Körper diagonales Arm-Bein-Paar zusammenführen, vor dem Körper. Und interessant wird es dann, wenn ihr die Bewegungen miteinander verknüpft. Also dieses und das und dieses. Und ihr werdet merken, wie euer Gehirn bei jeder einzelnen Bewegung erstmal wieder umschalten muss. Viel Spaß beim Turnen!